So. Die wissen alles, machen wir weiter. Ich zeige euch das nur, wie die, hier ist jetzt ein Bienenflucht, ist einfach ein Restvolk von einem Pflegevolk. Und ihr seht, das ist eine ganz normale Honigzarge, die ist geteilt. Da passen aber nur deine Minis rein. Da passen nur die richtigen Minis rein. Mini Plus ist immer chaotisch. Ich sage es euch, aber keiner behält es. Mini. Das ist die normale Dadant-Honigzarge geteilt. Die Zarge geteilt. Mini Plus, das ist vom Dadant-Blatt die Wabe geteilt. Damit könnte man so Rämchen zusammenstecken, dann passen sie auch in einen Honig. Aber das funktioniert ja auch nicht, die Methode. Das hier ist viel einfacher. Wenn ich hier arbeite, dann stehen hier ein paar Völker oder Pflegevölker so. Dann habe ich immer, nehme ich das raus. Und wenn ein Völkchen zu viel Brut hat, hänge ich sie hier rein. Na? So, das geht ruckzuck. Ich habe auch Futter drin. Die machen ja auch, so ein Ableger macht ja auch Honig drin in die Waben. Fehlt mal eine Honigfarbe. Hier findet man sie. Das ist ein schnelles Arbeiten. Jetzt steht nur noch eine hier drauf, weil ich wusste, er kommt. Da habe ich es einfach stehen lassen. Überwintert werden die Bienen aus den Minis auch so. Geteilter Boden. Und dann zwei oder drei Zargen übereinander mit einer Königin auf jeder Seite. Und da kann man im Frühjahr wieder bei Zeiten viel zu früh, könnte man schon wieder starten. Wir ziehen das alles immer in die Länge, weil ich will nur eine Serie machen. Wir schaffen sonst die Arbeit nicht und Königinnen zum Verkauf machen wir ja nicht. Und deshalb wird das alles ein bisschen dann in die Länge gezogen, möglichst spät beginnen. Also. Es ist auch schwierig mit Frühzucht, das ist immer Mühzucht. Das ist ein finde ich, ein sehr guter Spruch, Frühzucht, Mühzucht. Die paar Völker, die hier stehen, das sind... Aber ich glaube, das habe ich schon. Wenn ich mich jetzt wiederhole, dann sagt ihr mir das. Dann fahren wir woanders. Das sind Reste von Pflegevölkern. Und das sind dann zu gleicher Zeit auch die Reservevölker. Also in Bienen treten oder sie mutwillig. Töten, das Spiel machen wir nicht. Jetzt warten wir, bis sie sich schön wieder reinziehen, kann ich wieder zumachen. Ich hasse Folie auf den, ich hasse, das ist so ein ekliges Wort, ne, auf den Bienenvölkern, aber hier geht es nicht anders, weil das muss immer schön abgetrennt sein. Und da wir nicht das Geld haben, alles doppelwandig und mit ganz wertvollem Holz zu machen, was überhaupt nicht mehr arbeitet, kommt dann eine Folie obendrauf, dann ist das hier schön. Ein Völkchen kann reinigen, vier können den Honig schleckern, dann das Zuckerwasser schleckern und dann mache ich hier noch so ein Klebeband. Das sieht nicht schön aus, ich weiß das. Aber das drückt dann so und hier drückt das auch schön und das ist perfekt dicht. Und seit wir das so machen, seit 1984, funktioniert das gut und die Völkchen bleiben schön getrennt. So. Ich weiß nicht. So sieht das dann aus. Wie gesagt, die Kiste ist unser normaler Brutraum. Hier ist ein Mittelschied. Wenn wir den Kreis groß machen, können fast alle sehen. Ne? Ein Mittelschied und das ist gleichzeitig auch Auflage nach unten. Und die Rähmchen sind so konstruiert, dass sie mit den richtigen Abständen wieder reinpassen. Und um diese Zeit ist soweit Brutstopp. Die hier sind standbegattet. Man sieht, die sind trotzdem recht einheitlich. Irgendein ganz mutiger darf eine Wabe mit Varroa-resistenten Bienen in seiner Hand haben. Wenn die Königin drauf ist, können wir die mitnehmen. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Es gibt Möglichkeiten, das selbst zu machen. Ja. Jetzt sind sie ziemlich in der Restbrut hier drin. Dieses ist ein bisschen untypisch. Nein, das ist nicht so untypisch.
ihr seht hier, wenn ich die Bienen wegmache, so geschlossene Brutflaschen, das gibt es bei unseren Bienen nicht mehr. Seit wir die Varroa-Resistenz und die Resistenz gegen Brutkrankheiten selektieren, so, der raut sich hier, ich mach das mal so. Na, das geht, lass ihn so liegen. Dann wissen Sie, dass der Chef da ist. So, das gibt es nicht mehr. Diese Bienen, die resistent sind gegen Brutkrankheiten und resistent gegen, finden immer was zum Ausräumen. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen letztendlich nicht genau, was sie finden. Riechen sie die Varroa-Milben? Riechen sie die Hämolymphe, wenn sie Puppen anstechen? Oder riechen sie, wenn sie irgendwas an den Bienen anstechen? Heute wissen wir, sie ernähren sich auch vom Fettkörper der Bienen. Was sie genau riechen, wissen wir nicht. Wir wissen nur, sie riechen. Das hat Fanny Mondet aus Frankreich, die war vor 10 Jahren auch schon hier, hat das festgestellt mit den der Schlüssel, hat sie gesagt, und das auch in Deutschland publiziert, der Schlüssel liegt in den Antennen der Bienen. Das ist das A und O. Ich mache die mal wieder rein. Wir können schauen, andere schauen. Das Bild ist immer das gleiche. Ich will es euch sagen. Die verschiedenen Linien stehen also hier auch mit besamten Königinnen in den Minis und im Prinzip mit standbegatteten Königinnen in den Vierereinheiten. Also im Frühjahr werden Königinnen rausgenommen, hauptsächlich im Frühjahr, hier in diesen Vierereinheiten. Es werden 2 rausgenommen und dann kommt hier anstelle des Schieds hier, kommt erst mal ein Absperrgitter. Ja. Und auch dann müssen wir wieder aufpassen, das wird alles zu stark. Das heißt, wir haben mit diesen 20 Vierereinheiten genug Bienen, um die ganze Zuchtstation wieder aufzubauen. Plus Pflegevölker, alles kann von hier kommen und wir haben noch Bienen zu viel. Wir sind in dieser verzwickten Lage, immer zu viele Bienen zu haben. Das ist gleichzeitig der große Nachteil von Bienen. Ja, ich möchte das ein bisschen dann der Reihe nach erklären, wenn nun der Zuchtzeitpunkt beginnt, werden die 2 letzten Königinnen auch rausgenommen. Das ist alles getimt. Und dann bietet sich ja die Möglichkeit schon, 5 Farben sind dann brutfrei schon. Ne? Da kann man schon heraustauschen. Also jedes Völkchen erhält auch jedes Jahr mindestens eine Mittelwand, oder ich mache nur noch so weit, die Mittelwand können Sie hier alleine bauen. Jetzt zeige ich euch etwas, was Bienen, die hygienisch sind, neuerdings immer bei uns machen. Sie fressen den Draht frei. Da ist irgendwas, was sich stört. Und das sehe ich auch heute in die letzten Jahre in den Minis immer wieder. Christian, für deine Bilder, schau da. Wir sehen das in den Minis auch wieder. Das heißt, du setzt hier keine Honig ein? Nee, da ist die Königin. Da läuft sie, sie ist schon klein, sie legt noch ein paar Eier, aber die Brut hört jetzt auf. Sie hat einen Flügel gestutzt, weshalb, wenn sie frisch begattet ist, möchte ich sie zeichnen. Ich möchte wissen, dass im Herbst auch noch die Königin im Frühjahr da ist, wo ich die Zelle reingesetzt habe. Wenn ich sie aber zeichne und zurückgebe, dann wird eine von 10 angefallen von den Bienen, weil die wollen das Zeichen wegmachen. Die Königin will nicht gezeichnet werden. Sie will es wegmachen, sie spürt da was, da zieht wahrscheinlich ein bisschen. Wir wissen, es schadet ihr nicht. Wenn ich sie aber nehme und ich stütze hier ein Drittel einen Flügel, gibt es keine Reaktion, absolut nichts. Und sie riecht nicht anders dadurch. Ich stütze ihr den Flügel ein bisschen, setze sie zurück. Das Zeichen ist sicher und ich bezweifle, es gibt Leute, die sagen, das ist Verstümmelung. Ich habe Verständnis, jeder wird auf seine... Nein, ich lache nicht drüber. Es ist gut. Wir sind einer Meinung, dass es der Königin nicht schadet. Wenn sie nämlich 2 Jahre alt ist, hat sie auch verschlissene Flügel und die Bienen haben mal dran gezogen und so, dann hat sie auch, ist sie auch. Jedem seine Weltanschauung, ich habe nichts dagegen. Ich weiß, dass es meinen Königinnen nicht schadet. Und ich weiß, dass es die Gute ist und dann kennt sie auch meine Handschuhe.
Weiß sie, dass sie da keinen Schaden leiden. Paul, wie